Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir sehen schon, wir haben ein Nahrungsproblem, was natürlich nicht wirklich schön ist. Und ich bin schon mal überlegen, wo wir am besten hier weitermachen. Ich überlege, ob wir gerade hier nach unten alles verlegen. Schauen wir mal, wie viel wir hier runtergehen. Weil das Problem ist, wir müssen hier auch noch erweitern. Ging hier wahrscheinlich 1, 2, ich will glaube ich in die Ende gehen. Ich hier 2, 3 Farmen hier dahin. Vielleicht hier noch eine vierte dann, wenn das weggeräumt ist. Oder ich mache hier 1, 2, zack, 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 lass das so durchlaufen. Ich hätte sie am liebsten hier hinten eigentlich. Hier hinten wäre eine super Fläche. Hier passt auch nichts mehr hin. Ich könnte höchstens hier noch was hinzufügen. Ich weiß bloß nicht, wie ich dann am besten. Das wird schon irgendwie laufen. Wir müssen jetzt gerade einfach so hantieren. Am besten ist, wir lassen hier ein bisschen Spielraum frei. Damit die Fahrzeuge rumkommen. Dann lassen wir es einfach da vorne hinlaufen. So schaut's aus. Das Problem ist halt echt, dass wir zu wenig Grad an Wasser haben für das Ding. Lass mal schnell das Fahrzeug vorbeifahren. Gut. Und dann machen wir für die Potatoes hier einen Anschluss. Dann noch für das Gemüse einen Anschluss. So, und dann müssen wir gucken. Warte, einen Anschluss fand ich, den einen Anschluss fand ich gerade cool. Warte mal, so. Den finde ich gut. Dann brauchen wir noch das U-förmige. Das ist ja eh. So. Dann wird sich der Verkehr jetzt auch gleich verändern. Was ist, wenn ich die Kartoffeln jetzt hier hinsetze? Hier grün. Hier grün und hier Gemüse. Oh ne, sie haben schon. Jetzt müssen sie bloß mal das auffüllen, damit das dann alles läuft, so. Er kriegt von mir jetzt einfach die Info übertragen. Dann hoffen, dass die das gleich mal fertig machen. Abwasserrohr, kein Rezept ausgewählt. Einfach Abwasser. So, jetzt sollte aber das Abwasser verschwinden von der Leitung hier. Perfekt. Dann sollte hier dann auch dementsprechend der Mut steigen von unseren Bewohnern. Ich sag, wir haben ja immer noch 137 Mitarbeiter übrig. Und wenn die jetzt mal die Leitung fertig kriegen würden, wäre das natürlich noch ein Träumchen. Der hat jetzt 45 Kartoffeln auf Lager. Das kommt hier hinten direkt ins Lager rein noch. Und
Ja, da kommt schon genügend an noch. Sollten wir dann hoffentlich wieder genug aufs Lager kriegen. Immer noch für 2 Monate. Ah, ist das eklig. Das gibt's ja gar nicht. So, die Kohlemine wird auch immer tiefer. Unsere Eisenmine, ja, hebt sich auch weiter aus. Aber das wird auch nicht wirklich gerade was. Warum wird hier nichts weiter gemacht? Kann ich hier nicht sagen. Was fehlt denn? Ach, oh, Gummi fehlt. Kann ich mir den nicht liefern lassen? Ah, hier ist ein Dorf. Guck mal an. Es handelt Gummi gegen Holz. Mhm. Gute Materialien gegen Benzin und das gegen Kohle, das gegen Hühnchen. Okay, dann nehme ich mal unser normales Gebiet hier. Weil ich glaube, ich konnte hier ein bisschen was gegen Gummi handeln. Ich glaube, hier war irgendein Production-Gummiherstellung braucht Benzin und Kohle. So. Dann setzen wir dich hier hin. Du kriegst von uns hier das, den U-förmigen Anschluss. Aber wie hat denn das jetzt gemacht? Du wolltest zwischen den... Wenn das geht... Finde ich cool. Ich kann über die Anlagen drüber bauen. Dann brauchen wir noch ein kleines Lager für Gummi. Fürs erste reicht ein kleines. So. Wo wir dann die Gummiplättchen reinproduzieren. Gut. Aber unsere Tanks werden immer leerer. Ah! Echt eine schlimme Massenproduktion. Ich glaube irgendwie, dass unsere Eisenproduktion mittlerweile echt ein Problem hat. Ja, was gucken kann ich rein theoretisch. Richtung innen. Also rein theoretisch würde es gehen. Die Überlegung ist ja jetzt gerade, dass ich sozusagen das Ganze umdrehe. Dann das hier vorne abreißen und dann hier noch 1-2 Maschinen reinsetze. Sechs Monate haben wir jetzt schon mal Nahrung. Jetzt haben wir schon wieder 7 Monate. Aber das schaut langsam wieder in eine gute Richtung aus. Kohle bleibt weiterhin relativ wichtig, dadurch, dass wir natürlich damit auch gerade unser Benzin produzieren. Ich bräuchte dringend Gummi, weil sonst ist die Schläuche nicht fertig krieg. So.
ich die Gummiproduktion angeschmissen kriege, dann sind wir schon gut dran. So. Produzier mir Gummi. Sonst ist es schon soweit vollgefüllt. Schauen wir mal, wie schnell der ist. Jetzt kommt der erste eigenproduzierte Gummi wieder daher, jawohl. Und dadurch, dass wir ja nicht immer unbedingt Gummi brauchen, sollten wir damit auch gut zurechtkommen. Sollen wir Richtung ändern? Dann tun wir das hier alles löschen. Die Lager gehen auch nicht mehr voll, ne? Die kommen nicht mehr wirklich vollkommen mit. So, jetzt kommt eine Kopiervorrichtung wieder, die wir hier einfach ansetzen. Gibt es hier natürlich wieder flaches Förderband, wie immer. So, dann haben wir jetzt schon mal die Produktion ein bisschen erhöht. Wir scheinen nicht mal ansatzweise genug Eisen zu produzieren. Wie geht das? Ich glaube, wir sind nicht wirklich gut genug im Eisen drin, aber ich kann bestimmt mit unserem Lieblingsdorf wieder hier handeln. Dann können die nicht das sonst verwenden zum Verarbeiten. Sollten sie ja trotzdem noch. Ah, ich habe es nicht unbedingt mehr in der Aufgabe drin. Jetzt haben sie beide drin. Oder rein theoretisch sollten dann beide wieder arbeiten können. Jetzt fehlt nur noch der eine. Ein bisschen was für. Dann gehen wir wieder auf Kopieren. Und setzen hier dementsprechend alles wieder an. So. Natürlich auch die im Notfall benötigten Kabellagen. Perfekt, so. Weil dann können wir auch eine höhere Menge an Eisen durchschicken durch die Maschinerie. Das wäre natürlich vorteilhaft. Hier fehlt immer noch massenweise. Ah, jetzt kommt wieder ein bisschen Eisen nach. So, die sollten auch gut produzieren in der Zwischenzeit. Das Eisen steht jetzt schon mal besser da wie davor. Wir haben auch genug Gummi wieder. Oder von der Seite machen wir jetzt auch keine Sorgen mehr. Jetzt hätte ich bloß gern wieder ein bisschen. Ja, perfekt. Dann kann ich nicht dich schnell fortbilden. Und du brauchst 60 sogar. Hei, 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 der Witzer. Jetzt kann der auch endlich mal anfangen zu produzieren. Ich hoffe, der kriegt jetzt sein Zeug schnell genug. Aber natürlich, die hinten kriegen jetzt eine geringere Menge an
Metall, aber das sollte hoffentlich in Zukunft, wenn genug Eisen produziert werden, kein Problem sein. Ist das Wasser hier leer oder warum ist der... Wollt ihr mir sagen, dass die so viel Wasser schlucken, dass die das ganze Wasser leer nehmen? Die eine Pumpe kommt nicht mit dem Backup hinterher. Was soll denn das jetzt? Ich wollte mich jetzt eigentlich um was anderes kümmern, außer um Wasser. Und einen kleinen Rohranschluss. So. Jetzt kommt mal wieder eine richtig schöne Menge Eisen rein. Schaut jetzt an, wie viel Eisen hier ist. Oh, schön. Zack. Jetzt kommen die hier auch raus. Hier kommen sie auch raus. Es wird überall durchproduziert. Oh, schön, diese Mengen an Eisen. Schaut mal an, wie die Eisenzahl nach oben geht. Jetzt kann doch mal die Konstruktionszahl nach oben gehen, bitte. Produzieren immer noch Maschinenteile. Wie schaut es eigentlich mit Maschinenteillager aus? Ja, es kommt wieder was. Die Teile sind voll, die sind auch fast voll. Konstruktionsteile sind fast leer. Wie schaut es mit unserem Lager aus? Oh, nicht schön. Auch die Tanks werden nicht wirklich leer aktuell. Also wir haben wahrscheinlich irgendwie eine Balance. Was mich nervt, dass die hier nicht... Was war jetzt? Kommen wir an unsere Energiegrenzen dran? Okay, ich brauche noch einen Diesel Generator, den ich jetzt hier irgendwo mal schnell anschließe. Nicht gut. Das ist absolut nicht gut, wenn das jetzt anfängt. Die Anschlüsse hier fertig machen. Lassen zwei. So. Mit der Rohrleitung. Nein. Blöde Rohrleitung. So.
So. Und so. Dann dürfen die das jetzt fertig produzieren. Dann haben wir nämlich hier den schönen Ausgang für Wasser. Da kommt hier das Wasser raus, das Frische. Aber das wird eine Ewigkeit dauern, bis das jetzt alles fertiggestellt ist. Allein schon die Materialien dafür brauchen eine Ewigkeit. Gut. Danach muss es ja in Heizkessel gehen, oder wo waren die? Hier will ich auch, wie gesagt, fürs erste Kohle verwenden. Dampfdruckluftwasserstoff. Nope, so geht das nicht. Weil da muss jetzt überall noch so ein Schornstein ran. Da müssen wir das dementsprechend kopieren. Und wenn wir dann... Jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir das fertig bauen. Können hier nicht ein bisschen Dampf rein theoretisch rüberschicken oder sowas? Eine Druckleitung oder sowas? Keine Ahnung. Hier schütten sie auf jeden Fall schon mal auf. Irgendwas kann ich da bestimmt mit in Zukunft machen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ah, oh, schau, wie schön, die Nahrung ist wieder im grünen Bereich. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.